Na, ich bin von der Qualitätsabteilung der Handelsplattform, bei der Sie sich angemeldet haben. Mit wem möchten Sie sprechen? Ist hier Carsten Robel? Einen Moment bitte. Hallo. Hallo, guten Tag, ist hier Carsten Robel? Am Telefon, wer ist da? Hier ist Emma Ebner. Ich bin von der Qualitätsabteilung der Handelsplattform, bei der Sie sich angemeldet haben. Ist schon etwas länger her. Ich wollte nachfragen, ob Sie irgendwas gestört hat an dem Service oder wieso Sie jetzt nicht interessiert sind. Welche Seite war das? Eine Trading-Plattform, Blocknox. Ach ja, ich erinnere mich, ich habe mich da angemeldet, aber ich habe das überhaupt nicht verstanden und dann hab ich's irgendwie vergessen. Okay, haben meine Kollegen Ihnen erklärt, wie das Ganze funktioniert? Nö, ich habe mir das durchgelesen und alles, aber ja, ich weiß Ja. nicht. Nicht mehr drüber Also nachgedacht, denke ich. das ist eine Trading-Plattform und zwar wir kaufen Aktien, Kryptowährungen und so weiter auf dem Finanzmarkt billiger ein und verkaufen die dann zu einem teuren Preis und daraus machen wir dann Gewinn. Ja, das Prinzip habe ich wohl verstanden. Ich habe nur das auf der Seite, ich habe es überhaupt nicht verstanden, was ich da machen soll. Okay, also das war jetzt Blocknox. Die Seite ist jetzt nicht mehr aktiv, also derzeit, So. weil sie haben sich im Juli da angemeldet. Aber das ist alles von einem ganzen Finanzmarkt. Also wir sind unter verschiedenen Brands unterwegs. Wir haben eine größere Seite, die heißt Notesco, die jetzt aktiv ist. Und wir haben Kunden, die sich bei Blocknox angemeldet haben, aber das ist ja, wie gesagt, im Juli war das. Und die Seite haben wir jetzt zugemacht und alle Kunden, die auf Blocknox waren, haben wir dann auf Notesco umgewandelt, sozusagen. Ach so. Ist die Seite jetzt Also einfacher zu verstehen, weil das andere, das war totales Chaos für ja, mich. ich kann Ihnen eine E-Mail schicken. Ist die E-Mail-Adresse taube88 noch aktiv? Ja, das ist bei AOL. Das kann ich mir gerne mal angucken. Aber was habt ihr denn anzubieten, sag mal, Natascha? Also der Mindestbetrag, um Ihr Handelskonto zu aktivieren, beträgt 250 Euro. Von diesen 250 Euro, wenn Sie dann unser Kunde werden, bekommen Sie 50 Euro Gewinn, also nicht Gewinn, ich meine Ja. Bonusgeld. Und von diesen 250 plus 50, also sind es insgesamt 300 Euro, machen Sie dann Ihren Gewinn und sozusagen traden auf dem Finanzmarkt. Sie bekommen noch einen Finanzexperten von uns zugewiesen. Dieser Finanzexperte hat schon eine 10 Jahre lange Erfahrung, kennt sich da viel besser aus als ich zum Beispiel, weil ich bin nur die Account Managerin und ich Also. rufe jetzt mal in der Qualitätsabteilung an, weil ich dachte, da stimmt irgendwas mit dem Service nicht. Ja, wie Naja, wenn es gesagt, die also Seite gar nicht mehr gibt, dann kann das ja auch nicht stimmen. naja, die Seite wurde ja umgewandelt auf eine viel größere Plattform. Ach so, Also aber sind das wir noch haben die von dieser gleichen größeren Betreiber Plattform. oder wie ist das? Ja, Ach das sind so. immer noch wir. Und wir haben immer noch dieselben Finanzexperten. Die Finanzexperten, die weisen wir jedem Kunden zu. Und jeder Kunde von uns arbeitet dann zusammen mit dem Finanzexperten. Der Finanzexperte wird Sie kontaktieren, sobald ihr Handelskonto aktiviert ist und wird dann zusammen mit Ihnen absprechen, welche Aktie, welche Kryptowährungen derzeit relevant sind. Weil das ändert sich ja drastisch auf dem Finanzmarkt. Ja, Die, das ist ja immer in Bewegung. ja, sich damit auskennen. Wie gesagt, der Finanzexperte kauft dann billigere Aktien ein zu einem kleineren Preis, weil zum Beispiel, wenn Sie, also wie gesagt, der Mindestbetrag, der beträgt 250 Euro. Mit diesen 250 Euro macht der Finanzexperte eher kleine, also handelt eher mit kleineren Summen und kauft dann eine Also. Aktie, die zum Beispiel sehr, sehr billig ist.
ein und danach, wenn sie ein bisschen im Preis steigt, verkauft er sie dann. Also die Gewinne sind natürlich ein bisschen kleiner, als wenn sie mit, was weiß ich, mit 500 Euro einsteigen. Ja, klar. Aber 250 ist jetzt das Mindeste. Trotzdem macht der daraus dann mehrere Tradings. Also sozusagen, er handelt viel mehr, aber die Summe ist dann kleiner, weil er mit einer kleineren Summe handelt. Aber er macht dann sozusagen um die 3-4 am Tag. Also ja. Er verkauft sie, kauft sie und verkauft sie dann für eine größere Summe, ja. Ich habe das also damals schon gelesen. Ich finde das ganz interessant. Aber wenn ich das vom Prinzip her so verstanden habe, ich habe mal im Fernsehen gesehen, da haben die so ein Experiment gemacht. Da ist einer los und hat angefangen, einen Kugelschreiber zu tauschen. Immer gegen was Wertvolleres, ja. Und am Ende hat er ein Haus gehabt. Das ist doch so ungefähr auch vergleichbar, oder? Ja, also das ist halt eine gute Möglichkeit, sich ein zusätzliches Einkommen zu verdienen. Also zum Beispiel, wir haben viele Kunden, die auf irgendwas sparen oder was weiß ich, sich das irgendwie so noch ein zusätzliches Geld in der Tasche haben wollen und also zusätzlich zu ihrem Haupteinkommen. Ja. Und deswegen ist es halt sehr praktisch, immer irgendwas noch dazu zu haben. Wie gesagt, diese 250 Euro, die sie einzahlen, also das Mindeste, das bleibt auf ihrem Konto. Wir haben ein risikofreies Konto. Also oh, klasse. Wenn wir das alles erstellen und das aktivieren, wenn irgendwelche Verluste passieren sollten oder sie irgendwie Geld verlieren, wenn das passiert. Also das passiert sehr, also mit dieser Summe nicht so häufig, weil, wie gesagt, wir machen eher kleinere Einkäufe und so mit einer kleineren Summe. Deswegen, aber trotzdem bieten wir dann so ein System an, dass wenn sie Geld verlieren sollten, sagen wir, es sind 10 Euro, dann werden wir das alles zurückerstatten. Also auf ihrem Konto bleibt immer 250 Euro. Also die gehen nirgendwo weg und sie können das alles auszahlen, wenn sie dann jetzt nicht mehr sich irgendwie umentschieden haben, mitzumachen oder was weiß ich. Ja. Also jetzt im Endeffekt, also nehmen wir mal an, der Dings da, der macht einen Fehler. Ich behalte die Kohle dann aber trotzdem und kann dann sagen, ja, gib mal wieder her, wenn ich da keine Lust mehr drauf habe. Ja, genau. Genau, weil viele Kunden haben da irgendwelche Bedenken, dass das irgendwie jetzt nicht ausgezahlt wird. Aber nein, die 250 Euro, die zahlen ja sie ein und das ist ja ihr Geld. Also davon nehmen wir nichts. Das Einzige, was wir bekommen, das sind 10% von ihrem reinen Gewinn. Also nicht von ihrem Geld, sondern von dem Gewinn 10%. Also das ist für unsere Hilfe, also mit dem Finanzexperten, der das alles dann regelt und alles macht. Ja, 10% davon, also von dem Gewinn. Also nehmen wir mal an, der macht jetzt 100 Euro, also Bonus für mich. Der verdient 100 Euro, kriege ich 90 und ihr kriegt 10. Ja. Geile Sache, das ist einfach so. Ich finde, das hört sich gut an. Aber wie ist das denn? Was wollte ich dir jetzt fragen? Jetzt habe ich es vergessen. Es fällt mir bestimmt gleich wieder ein. Wie bitte? Ich habe die Frage nicht verstanden. Ja, mir ist die Frage auch gerade gar nicht eingefallen. Darum habe ich so... Ach so. Ich hatte eh... Hat man irgendwas im Kopf oder hat man das vergessen? Okay. Also wenn Sie noch irgendwelche Fragen haben, können Sie mich auf E-Mail... Also ich schreibe Ihnen jetzt eine E-Mail gleich und Sie können mich dann per E-Mail kontaktieren. Oder ich kann sie auch zurückrufen. Ja, jetzt ist es mir wieder eingefallen. Wie ist das denn? Oh, warum klatschen denn die Leute da? Ja, da hat irgendein Kunde wahrscheinlich noch zusätzlich gezahlt. Ja. Ach so, da ist die Motivation intern, verstehe. Das muss ja auch gewährleistet sein, dass die Leute alle bei Stimmung bleiben. Das ist einfach so. Sag, wie sieht das denn jetzt aus, wenn wir uns da heute einig werden? Wann kann ich denn dann anfangen? Sie können, wann Sie möchten. Sie können heute anfangen, Sie können morgen anfangen. Ach so. Und wo ist denn so, sagen wir mal, wenn es jetzt schon da quasi eine Garantie bei euch gibt, was kann man denn im Jahr so rechnen, was man da verdient? Was ist das ungefähr? Das mit den Zahlen, das ist ein bisschen kompliziert, weil wie gesagt, das ist der Finanzmarkt.
da ändert sich alles sehr, sehr, sehr schnell. Ich kann Ihnen nur sagen, dass es alles individuell abhängt. Also das hängt davon ab, welche Aktien jetzt relevant sind und wie viel die Aktien jetzt kosten und zu welchem Preis man sie dann verkaufen kann. Ja. Also das ist ja, das ändert sich alles. Ja, logisch, dass du jetzt nicht sagen kannst, hier 30% in einem Jahr. Damit wollte ich jetzt auch, aber so, was verdienst du so der Durchschnitt mal aufs Jahr oder auf 5 Monate oder wie das geht? Eigentlich wäre es viel besser, das mit dem Finanzexperten abzusprechen, weil ach so. Da kenne ich mich nicht sehr gut aus, aber wir hatten auch schon sowas, dass ein Kunde in einer Woche 100 Euro verdient hat. Wir hatten auch irgendwann mal sowas, dass ein Kunde 200 nur in einem Monat verdient hat. Mit also den 250 alles, Euro? Ja. Nee, 250 plus 200, also der Gewinn. Ja, das habe ich ja gemeint. Wie ist das denn, wenn das so gut läuft? Kann man dann später auch noch, kann ich denn später auch noch mehr investieren, wenn mir das gefällt? Ja, Sie können mehr investieren, müssen Sie aber nicht, weil da denken sich viele, dass Sie irgendwas zusätzlich noch zahlen müssen. Nein, müssen ich sag ja, wenn ich das möchte, weil ich, wenn mir das gefällt, wenn Sie möchten, wenn Sie möchten, können Sie natürlich noch Zusatzgeld einzahlen. Das ist gut. Jetzt also, sag mir doch gerade nochmal, das ist jetzt ja schon ganz lange her. Wie ist denn die Internetseite jetzt, wo ich dann rein muss? Also, www.tesco. Wie schreibt man das? Ich schicke Ihnen eine E-Mail, dann bekommen Sie da auch einen Link dazu. Ich möchte lieber mit Menschen reden. Weißt du, heute sind immer überall Computer. Sag mir das doch schnell. Dann können wir das zusammen angucken. Okay, also wir haben Notesco, wir haben Anycoin. Die von Anycoin heißt anycoin-direkt.com. Wie schreibt man das? Ich kann Ihnen einfach die... Einfach einmal kurz buchstabieren. Nach Buchstabieralphabet. Dann kann ich mich da gleich einloggen. Okay. A, N, ja. Y, ja. C, O, ja. I, N. Aha. Dann ein Schrägstrich. Also einfach ein Strich. Ein Schrägstrich bei der Internetadresse? Ja, also ein, wer ist das nochmal? Ein, Punkt. Horizontaler Strich. Direkt? Nee. Einfach weiter. D, I, R. Ja. E. Ja. C, T. Und wo kommt der Strich jetzt hin und was für ein Strich ist das? Ich gehe gerne auf den Strich, das aber das muss ja auch passen. Das ist ein horizontaler, einfach ein horizontaler Strich. Also jetzt muss ich zugehen, ich komme bei horizontal und vertikal immer voll durcheinander. Geht der nach oben oder geht der von links nach rechts? Von links nach rechts, einfach so. Dann ist das ein, mein Mädchen, hör mal was zu, dann ist das ein Bindestrich. Dann ist das vielleicht ein einfacher. Jawohl. Okay. Oder einfach ein Minus. Anycoin, ja, Minus, Bindestrich, direkt.com. Und komm, dann gucken wir doch mal. Ich habe das hier am Computer jetzt gleich offen. Der Computer ist wieder so langsam heute. So, dann sag mir doch mal, wie ich mich da einloggen kann. Also, Sie sind auf der Seite. Sie können sich da registrieren. Ich dachte, ich bin registriert, weil ich bei Blocknox Kunde war. Ja, Sie waren ja bei Blockbox, aber die Seite ist nicht mehr aktiv und da Sie meinen Kollegen irgendwie gesagt haben, dass Sie da kein Interesse haben oder dass Sie das nicht verstehen, haben Sie das dann so notiert, dass Sie kein Interesse haben und deswegen, ja. Ach so, ich hab jetzt gar kein Konto da, ihr habt nur meine Telefonnummer, ja, okay. Wir haben Ihre Telefonnummer, wir haben Ihre E-Mail-Adresse. Und ich habe ja, wie gesagt, von Anfang an angerufen, um zu fragen, ob da irgendwas nicht gestimmt hat. Nee, alles gut. Ich möchte das ausprobieren. Aber ich brauche halt ein bisschen Hilfe. Ne? Okay. Ich bin Bauarbeiter. Ich habe keine Ahnung von solchen Sachen. Okay, Sie müssen oben links auf diese 3 Striche drücken. Ja, muss ich das jetzt machen oder erst, wenn du mir die E-Mail geschickt hast, Natascha? Ich heiße Emma. Ach so, Entschuldigung, ich nenne alle Frauen Natascha, das ist einfach so.
Okay. Sie können das jetzt machen, aber ich schicke Ihnen die E-Mail sowieso, damit Sie das dann, falls Sie das irgendwie vergessen haben oder die Seite verloren geht, was weiß ich, dann können Sie das halt nochmal dann eintippen und, oder einfach auf den Link drücken. Also ja, dann ja. Schick doch mal rüber, dann können wir das fertig machen. Dann okay. kann ich heute damit anfangen schon? Oder wann ruft der Typ da, oder ja, wann rede ich dann mit dem Finanzmenschen? Das ist einfach so. Also mit dem Finanzexperten, er ruft Sie an, sobald Ihr Handelskontaktiert sind. Falls Sie sich da irgendwie denken, dass Sie einen Handelskontaktivieren und dann wir nicht mehr mit Ihnen Kontakt bleiben. Nein, 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 das geht so nicht. Also Sie aktivieren Ihr Handelskonto und ich rufe Sie direkt, nachdem Ihr Handelskontaktiviert wird, an. Also das dauert ein paar Sekunden, sobald Sie dann Ihr Geld auf Ihr Handelskonto reingelegt haben, werden Sie von mir kontaktiert. Also wenn Sie das heute machen, dann werde ich Sie heute auch kontaktieren. Ja. Das ist doch klar. Dann lass uns das doch mal eben fertig machen. Ich muss nämlich nachher zur Nachtschicht. Dann können wir das vorher noch fertig machen. Ach so, okay. Einen Moment. Ich schicke Ihnen jetzt gleich die E-Mail. Das ist klasse. Wo sitzt ihr denn im Büro? Also wir haben ein Büro in Stuttgart. Wir haben auch ein Büro in Brandenburg. Wo, in Krabbenburg? Was ist das denn? In Kranenburg. Wo ist das? Wir haben aber auch viele Büros in Kranenburg, Deutschland. Wir haben auch viele Büros in, also außerhalb von Deutschland, in der Schweiz und auch in Wien. Ja, aber also wo, Natascha, wo sitzt du jetzt? Jetzt gerade physisch. Ja, Emma. Ich bin gerade in Stuttgart. Guck mal, das wollte ich doch wissen. Ey. Tut mir leid, wenn die Frage zu schwierig war. Ja, ist einfach so. Also, okay. Also, ich habe jetzt gerade mal hier den Computer aufgemacht, da ist noch keine E-Mail drin. Ja, ich schicke sie gleich. Ach so. Ja, ich bin nicht auf der Flucht, ne? Ich bin zu Hause. Ja, ich hab's. Okay. Ich muss nur gleich für meinen Opa noch das Mittagessen machen. Happy Birthday to you. Die singt da im Hintergrund. Ja, das ist ja Partystimmung. Ja, das ist, um die Leute also einfach auf Trab zu halten. Ach so, deswegen werden da random Geburtstagslieder gesungen? Nein, 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 nein. Da hat wirklich ein Mitarbeiter Geburtstag. Ach so. Musst du jetzt auch mitsingen? Nee, ich rede ja mit Ihnen. Ja, das ist einfach so. Und das seit geraumer Zeit. Also ich habe übrigens noch keine E-Mail bekommen. Ja... Herr Schobel. Okay. An der Nordseeküste, am plattdeutschen Strand. Ich habe jetzt voll Lust zu singen, Alter, wenn da die ganze Zeit Party ist. Das ist schade, dass ihr so weit weg seid. Ich bin in Hamburg, Alter, sonst würde ich vorbeikommen. Oh, in Hamburg? Ja, Drehpower. Ist das Wetter so? Ja, ist norddeutsch beschissen, wie man immer sagt, aber ich mag das. Also ich war schon öfter in Hamburg. Ja, sicher auf der Reeperbahn, oder? Mit den Kamelen und so, mit dem ganzen Wasser überall. Mit den Kamelen? Nee, das wir sind hier nicht in Indien, Alter. Ja, nicht in Indien, aber das ist ja schön, wenn man so über eine Brücke geht und dann unten so. Ja, aber wo gibt's denn in Hamburg Kamele, Alter? Ich habe in Hamburg noch nie ein Kamel gesehen. Nicht Kamele. Ich meinte Wasser überall. Ach so, ja, das heißt auch in Norddeutschland heißt das auch Wasser. Wir sagen nicht Kamele zum Wasser. Also entlarvst du dich gleich als Tourist, Alter. Okay. Meine Güte, schon wieder Party da drüben. Jetzt schick mal die E-Mail rüber. Ich habe die E-Mail geschickt. Ja, da müssen wir halt richtig drauf anstoßen, auf dicke Geschäfte. Ich habe aber keine E-Mail bekommen. Die E-Mail-Adresse ist taube88@aol.com. Ja, genau. Habe ich geschickt. Von welchem Absender denn? Emma Ebner @anycoindetect.com. Na gut, dann kommt das sicher gleich an.
Vielleicht ist es auch im Spam gelandet. Nee, da habe ich schon geguckt. Okay. Das ist doch nichts. Aber von Stuttgart hier hoch dauert das sicher auch im Moment. Ja. Das stimmt. Und wie lange geht der Tag heute noch in Stuttgart? Wie lange, wie bitte? Wie lange der Tag noch geht in Stuttgart? Wie lange musst du arbeiten, Natascha? Ich arbeite also normalerweise bis 6, aber heute bis 5. Ja, ist doch klasse. Ein bisschen früher Feierabend am scheiß Montag. Ja. Ja, so ist das. Ist einfach so. Okay, also haben Sie die E-Mail schon bekommen? Nein, sonst hätte ich schon Freudestrahlen, Götterfunken ein Lied gesungen für dich. Schade. Ja, weißt du, vielleicht musst du es nochmal schicken. Vielleicht ist da irgendwo hängen geblieben. Okay, ich kann die nochmal schicken. Ja, nochmal. Moment. Die hat den, What? Subject, also Betrag, also da oben sollte stehen Handelsplattform. Wenn Sie eine E-Mail bekommen und dann der Name von der E-Mail, da steht Handelsplattform. Okay, soll ich nochmal schicken? Hallo? Ja, bitte nochmal schicken. Okay. Okay, also ich habe die nochmal geschickt. Ach ja. Aber vielleicht mag AOL eure E-Mail-Adresse einfach nicht. Dann nehmen wir eine andere von mir. Sollen wir das machen? Okay, einen Moment. Ja, welche? Ich mach gerade mal auf. Ich vergesse halt immer selber, wie das Ding heißt. Ist alles nicht mehr so. So, hast du was zu schreiben? Ja. Ich buchstabiere. Dora, Emil, Ida. Okay, nochmal von Anfang. Dora. Emil, Ida. Nordpol, Dora. Gustav. Okay. Also, du schreibst Dora, jetzt aber nicht... Emil. Warte mal, du schreibst jetzt aber nicht die ganzen Wörter auf, oder? Nein, D-E. Ja, dann machen wir es so. Also du hast jetzt die E geschrieben, ja? Ja. I-N-G. I-N-G. O-L-D. O-L-D, ja. S-T-E. S-T-E, Also dann kommt R-N. R-N. 1971, also die Zahlen. 1971, ja. Ja, @gmail.com. Und dann liest du noch mal vor, Natascha, liest du noch mal vor. Emma. Was? Ja, sie nennen mich immer Natascha. Ja, ich sagte doch, ich nenne alle Frauen. Alle Frauen heißen bei mir Natascha. Das ist ein Kindheitstrauma, Alter. Das ist einfach so. Ach so, ist ein schöner Name. Okay, also dein Goldstern 1971 @gmail.com. Genau, dann schick das Ding doch einfach mal dahin. Vielleicht sind die Filter bei auch. Ah, ich habe die E-Mail gekriegt, jetzt ist sie angekommen. Oh, okay, das ist dann gut. Das ist so super. So, also da ist die Homepage. Ja. Die Internetseite, wo sie dann ja, das sieht auch gut aus. Sich registrieren, ja genau. Und ja. Also das verrat mir doch alles, mal, wie ich gesagt habe. Ja, ich muss jetzt nur wissen, wo ich hinüberweisen muss, Alter. Da unten ist Ihre Homepage. Das ist dasselbe, was ich Ihnen diktiert habe. Ja.
also die Internetseite, und da drücken Sie auf Konto eröffnen. Was, das also muss ich jetzt zuerst oben, machen? Sie gehen auf die Internetseite. Ja. Und oben links haben Sie so drei Striche, da drücken Sie drauf. Und sehen dann so ein Fenster, da steht oben in der Mitte einloggen und dann rechts davon steht Konto eröffnen. So einer gelben Farbe. Ja. Und Sie drücken auf Konto eröffnen. Habe ich gemacht. Okay, und geben das dann da einfach, also Ihr Vorname, Nachname, E-Mail, Telefonnummer ein. Das habe ich gemacht. Das haben Sie schon gemacht? Nee, ich bin dabei, sagen wir so. Ach so, okay. Aber hier ist ja echt gute Stimmung da hinten. Das ist einfach so. Der lässt mich das aber nicht abschicken. Ich drücke hier unten auf Abschicken, da passiert nichts. Also Sie haben da auch alles eingegeben. Also, ja, klar. Das Land. Ja, da steht schon Germany drin, Alter. Und dann E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Vorname, Nachname und Passwort. Haben Sie alles eingegeben? Ja, klar. Ich bin ja nicht dumm, Alter. Drücken Sie nochmal. Da passiert nichts. Ich drück hier, Alter, wie so ein Otter am Zapfhahn. Aber da kommt einfach nichts raus. Registriere mich doch mal eben. Irgendwas mache ich da falsch. Da hast du meine Daten da. Schreib das doch mal rein für mich. Also ich darf das ja nicht, weil das Ihr Konto ist. Also ich kann Sie dann jetzt nicht selbst irgendwie anmelden. Verstehe? Ja, ich beauftrage das. Das ist in Ordnung. Sonst muss ich das noch mal ein bisschen, mit einem anderen... Vielleicht hängt ja der Computer ein bisschen. Nein, da läuft im Hintergrund laufen auch die ganzen rattenscharfen Filme, Alter. Also das läuft alles. Ich mach doch mal einen anderen Browser auf. Okay. Manchmal ist das ja auch einfach nicht so einfach. Das so. Aber vielleicht geht das nicht, weil meine E-Mail-Adresse schon im System drin ist. Kann das sein? Ich guck kurz nach. Einen Moment. Sollte eigentlich nicht sein. Vielleicht hat es ja ein Kollege schon irgendwie... Also ich drücke hier jetzt auf Anmelden, da passiert überhaupt nichts. Auch im anderen Browser nicht. Haben Sie auf Anmelden gedrückt oder ja, auf... Ja, unten auf das gelbe Ding bei Registrieren. Das steht ja alles auf Englisch. Ja. Submit steht da. Ja, Submit, genau. Ja, da habe ich drauf gedrückt, da passiert nichts, da ist nichts hinterlegt. Ich habe mir gerade den Seitenquellcode angeguckt, das ist nicht richtig programmiert, Natascha. Hat jemand einen Fehler gemacht. Okay, das ist komisch. Vielleicht starten Sie die Seite nochmal von neu. Also das. Ich habe das jetzt mit Firefox, mit Google Chrome und mit Internet Explorer probiert. Das liegt nicht an mir. Die Seite ist kaputt. Kann ich dann. Ja, was weiß ich denn? Wenn Sie die Seite nochmal neu starten. Ich drücke gerne einmal auf F5, aber auch dann passiert überhaupt nichts. Meld mich doch mal schnell an, ich bin da ja scheinbar zu dumm dafür. Sie haben auch bei Telefon, wo Sie Ihr Handynummer gegeben haben, haben Sie da auch Getcode bei SMS gedrückt? Ja, das lässt mich nicht abschicken. Also, Sie haben jetzt Vorname, Nachname und E-Mail eingegeben. Ja. Und bei Handynummer haben Sie Ihre Handynummer eingegeben, aber den Code noch nicht bekommen oder schon bekommen? Nee, da ist gar nichts gekommen. Aber ich habe auch im Moment nur Festnetz. Ich habe da mein Festnetz reingeschrieben. Das ist das Ding, wo du jetzt auch anrufst. Dein anderes ist kaputt, Alter. Ach so, okay. Dann können Sie auch keinen Code bekommen. Wahrscheinlich nicht. Dann registriere mich doch mal eben, Mädchen. Das kann ja nicht so schwierig sein.
Aber ich kann ja ihren Code da ja auch nicht einschreiben. Nee, aber dann mach es ohne. Oder schick mir einfach schon mal. Schick mir doch einfach schon mal die Bankdaten rüber. Und wenn ich ein Handy dann hab, dann kann ich das aktivieren, aber dann könnt ihr das schon mal einrichten alles. Ich überweise das schon mal heute. Weil ich bin jetzt ein paar Tage auf Montage, okay. Alter. Dann funktioniert das nicht sonst. Okay, ich hab sie verstanden. Einen Moment. Das ist echt ein netter Haufen bei euch. Ich finde das gut. Okay, Was denn? Ja, noch nichts. Ich schicke gleich die E-Mail. Ach so, die IBAN-E-Mail. Ja. Ich freue mich da schon richtig drauf. Aber das schaut mich. Wie lange machst du das schon, Natascha? Ja, schon eine Zeit lang. Ja? Ja, ich habe auch versucht, mal selbst zu investieren. Und wie viel hast du verdient? Nicht so viel, weil ich habe nicht mit so einer großen Summe. Ach so. Weil ich kannte mich da gar nicht so aus. Ja, aber dafür gibt's ja den Finanzexperten, oder nicht? Ja, genau. Aber ich habe das ohne versucht. Ach so. Da hat es nicht so gut geklappt. Ja, dann ist halt ja gut, dass ich jetzt bei den Profis gelandet bin. Ja. Ich höre die Leute im Hintergrund auch auf Englisch reden, Alter. Ihr habt da ja alles dabei. Ja. Wie gesagt, das ist einfach, um die Stimmung zu halten und. Ah, um die Stimmung zu halten, sprechen die auf Englisch. Hablo español, señora. Nee, ich meinte ja, wir sind ja in vielen Ländern sozusagen tätig und wir haben da auch Leute, die auf Englisch dann reden. Ja, ist doch in Ordnung. Das war ja keine Kritik. Aus England kommen. Das war ja keine Kritik. Ja, ich habe ich nur. Ich finde das gut. Welche Sprachen sprichst du denn, Natascha? Deutsch. Das war's. Nur so, kannst du keine anderen Sprachen? Ja, ich kann Englisch ein bisschen. Ich dachte die ganze Zeit, ich höre da so einen Akzent bei dir raus. Ich hätte gedacht, da kommt jetzt noch eine andere Sprache. Ja, ich war, ich habe viele Jahre in Österreich gelebt, in Wien. Ach so. Und ja, könnte sein, dass das irgendwie mit Hochdeutsch ein bisschen. Kollegen, wenn du hast du vorhin Stuttgart gesagt, da in Baden-Württemberg, da sagen die immer, wir können alles außer Hochdeutsch. Das ist einfach so. Naja, Hochdeutsch habe ich ja mir in der Schule ein bisschen beigebracht, sozusagen, weil in Österreich war es ein bisschen so, dass da kein Hochdeutsch war. Und danach kam ich dann nach Bonn und habe da jetzt ein bisschen noch mit NRW Dialekt zu tun. Das ist ja eine halbe Weltreise, Natascha. Das ist ja echt, echt brisant bei dir. Das ist einfach so. Wolltest du mir nicht eine E-Mail schicken? Ja, schicke ich jetzt. Ja, muss man dich denn immer an alles erinnern? Was ist denn? Bist du müde? Hast du Hunger? Hast du Durst? Ich habe ein bisschen Hunger, das stimmt. Aber was gibt's gleich zu essen? Ich glaube, wir haben ein Sandwich oder so, mache ich mir. Ja, das ist doch gut. Habt ihr da alles vorrätig, dass ihr euch Essen machen könnt? Ja, ist halt schwer, wenn man immer irgendwo weggeht und dann irgendwie nochmal telefonieren muss und dann noch irgendeinen Kunde schreibt und deswegen, ja. Also ich habe die E-Mail jetzt gerade geschickt. Dann gucken wir doch mal, ob da rauskommt. Also mit der IBAN und so weiter. Ja, das ist doch gut. Dann kann ich das gleich fertig machen. Und wenn ich dann nehme ich nachher das Handy vom Schwiegervater für den Scheiß da. Und dann können wir anfangen, Geld zu verdienen.
Okay, wenn Sie das machen, bitte ich Sie dann, mir eine Bestätigung vom Beleg oder einen Screenshot zu schicken. Das habe ich auch in der E-Mail noch dazu geschrieben, ja. Damit Sie das nicht vergessen. Damit ich dann das weiterleiten kann und damit auch sicher geht, dass wir da sind die schon wieder anklatschen. Klatschen die auch gleich für dich, wenn wir einen Deal gemacht haben? Ja. Ja, ist das so? Ja. Da kannst du mich aber gleich mal auf Lautsprecher schalten, oder? Da kann ich ein Lied für die Jungs singen. Ich mach so gern gute Stimmung, Alter. Ich kann gerne meine Chefin ins in den Computer holen und dann kann sie sich das anhören. Also ich dachte, ich mach das für alle. Und die sind da ja auch am Klatschen und am Singen. Ich kann da auch mitmachen. Ich bin Party-Maulwurf, Alter. Das ist einfach so. Hast du das jetzt an die Gmail oder an die AOL geschickt? An die AOL geschickt. Ja, dann muss ich jetzt wieder ins andere Konto rein. Ist das ein... Weil mit der Gmail, als ich das schicken wollte, da meinten sie, dass das gerade bei AOL angekommen ist. Und deswegen habe ich das noch nicht mehr geschickt an Gmail. Ja, ja, das ist ja auch richtig. Da ist es! So, Online-Banking, das ist. Und da ist noch ein Link mit Einzahlung Kreditkarte, ich habe aber gar keine. Sie haben keine Kreditkarte? Nee, ich habe keine. Und ihr seid jetzt quasi keine Kreditkarte. Nee, ich mache da eine Sofortüberweisung. Okay, können Sie auch machen. Und ihr seid die Rechtsnachfolger von Blocknox sozusagen. Ja, ja. Ich habe ja auch Ihre Daten, wo Sie noch bei Blocknox eingeschrieben sind. Ja, ja. So, das heißt, ich gehe jetzt ins Online-Banking rein und schicke da drüber. Ja, genau. Und nachdem Sie das überwiesen haben, wie gesagt, einen Beleg oder einen Screenshot einfach auf diese E-Mail zurückschicken. Ja. Also auf Emma Ebner, Anycoin. Genau. Und ja, und danach werde ich Sie sofort kontaktieren, dass ich das alles bekommen habe und so weiter. Ja. Wir können das auch im Moment machen. Wir müssen auch nicht irgendwie jetzt aufhören zu telefonieren. Ich kann auch dranbleiben. Also soll ich jetzt einen Beleg schicken, oder was? Ja, genau. Dann muss ich erst mal gucken, wie ich das hier mache. Also wenn Sie eine Sofortüberweisung tätigen, dann haben Sie das ja auf Ihrem Handy, nehme ich an. Ja, also die E-Mail, die habe ich gekriegt. Ich mache das jetzt fertig, Natascha. Okay, wenn du kurz 5 Minuten dran bleibst, oder 2 Minuten. Okay, ich bleib hier. Dann machen wir das einfach mal fertig hier. Ich muss da nur mal gucken, wie ich das hier mit der Überweisung mache, also mit diesem Dings da mache. Du weißt, was ich meine, ne? Okay, habe ich verstanden. Dann warte ich. Das ist klasse. Du kannst auch nebenher dein Sandwich essen, das stört mich überhaupt nicht. Okay. So, und das ist jetzt also 250 Euro, ne? Ja, genau, 250. Ja, ist doch geil. Was soll ich denn bei Verwendungszweck reinschreiben? Einen Moment, ich schreibe das kurz nach. Was soll man bei Verwendungszweck reinschreiben? Nichts, oder? Genau das, was ich Ihnen geschickt habe. Ja, da steht aber keiner dabei. Da ist Big IBAN, aber bei Verwendungszweck muss ja irgendeine Nummer oder irgendwas rein. Nein, da muss a Trustly Group AB sein. Ja, also keine Nummer. Das, was ich geschickt habe, ja. Ja, woher wissen die dann, dass ich das bin? Sie schicken mir ja eine Bestätigung. Ach so, ja, das ist sinnvoll, ne?
Ja. So, ich hab's gleich, Natascha. Okay. Ach, das war eine lange Nacht gestern. Ich bin nicht ganz so fit, du. Was war denn gestern? Ja, da ist der Junggesellenabschied vom Kumpel gewesen. Wir haben gesoffen wie die Ach Kakerlaken, so. Alter. Das ist einfach so. Okay, dann sind Sie heute nicht so sehr fit. Nee, ich bin ein bisschen. Es waren ganze 2 Flaschen Wodka und diverse kurze. Das ist Oh. einfach so. Ja, das ist viel. Aber die 2 Flaschen haben Sie nicht alleine getrunken. Was? Das sind etwa 3 Viertel. Okay. Also ich bin da ziemlich potent, also beim Trinken. Wie alt sind Sie denn? Ich bin 46. Ach so. Das klingt jetzt so enttäuscht, Alter. Hast du mich jünger geschätzt? Nein, weil nein, Sie meinten Junggesellenabschied. Ja, nicht von mir, von dem Kollegen, Alter. Ach so. Ich bin schon lange mit meinem Monster verheiratet. Das ist einfach so. Oh, ist das ein Tag heute. Immerhin kann ich jetzt ein bisschen Geld verdienen. Das ist auch gut. Ja, das ist immer toll. Ich hab's jetzt auch gleich schon. Okay. 250 waren das doch, ne? Ja, genau. So, ich suche das jetzt nochmal Anhang. Wo ist denn hier Anhängen? Ich mache das so selten. Da. Die Antwort ist unterwegs, werteste. Okay. Ich sag Ihnen gleich, wenn das ankommt. Klatschst du jetzt auch für mich mit den anderen? Ja, gleich. Also ich habe das Bild jetzt einfach mal Geld genannt. Also ist bei mir angekommen. Klasse. Okay, dann habe ich noch eine Bitte. Und zwar, einen Moment. Ein paar Fragen zu beantworten, ne? Und zwar, Oh, das ja. ist jetzt einfach nur, um das weiter an den Finanzexperten weiterzuleiten. Also das bleibt unter uns sozusagen Ach und den so. Finanzexperten. Also Vorname Carsten. Carsten Robel. Nee, der Rubel ist der Nachname. Ja, genau. Ich check den Nachnamen nur dazu. Sie meinten, Sie sind 46, oder? Ja, das ist einfach so. Okay. Und haben Sie WhatsApp auf dieser Nummer oder Sie meinten, das wäre die Ja, das ist fest Festnetznummer? jetzt. Mein Telefon ist kaputt. Das ist in Betonmischer reingefallen. Also ein Scheiß, Alter. Oh, okay. Vom Beruf her? Ich bin, habe ich doch erzählt, ich baue Häuser, Alter. Ich bin Bauarbeiter. Bauarbeiter, Tiefbau. okay. Tief und nass. So mag ich das am liebsten. Und haben Sie schon Erfahrungen gemacht mit dem mit Kryptowährungen? Also es gibt ja so Wallets, Kryptowährungen, Ich Wallets und so hab weiter. so eine Prepaid-Kreditkarte. Das meinst Okay. du aber nicht, ne? Nein, ich meinte Achso. was anderes. Ja, das hätte ja sein können. Besitzen Sie momentan Aktien? Nee. Irgendwelche? Also gar nichts. Ich hab noch nie was gemacht so. Okay. Und was ist Ihre familiäre Situation? Also Ich bin verheiratet, verheiratet. Kinder, ledig?
Okay. Und welche Erwartungen haben Sie vom Trading? Geld. Geld verdienen. Ja, was soll ich so sonst sagen, Natascha? Sei mal ehrlich. Ja, ich stelle nur die Fragen, die bei mir stehen. Ach so. Und was ist Ihr monatliches, also ungefährtes monatliches Einkommen? Brutto oder netto? Wenn Sie es nicht sagen wollen, dann müssen Sie auch nicht. Also das ist jetzt nichts, was Sie die preisgeben sollen. Was brauchst du, brutto oder netto? Brutto. Was ist das? 4.200. 4.200. Okay, und netto ist das dann... Was sind das? 3.1 kriege ich aufs Konto. Okay. Je nachdem, wie viel Wochenendarbeit und so was, weil das ist steuerfrei, dann ist das auch mal mehr, aber so ist das einfach. Mhm. Und fühlen Sie sich finanziell stabil? Also haben Sie irgendwelche Kredite offen oder keine Kredite? Ja, das Motorrad noch, aber das ist ja nicht mehr. Das ist noch 2 Jahre, glaube ich. Okay. Und mit welcher Bank arbeiten Sie zusammen? Nee, ich bin Bauarbeiter. Ich arbeite nicht bei der Bank. Nein, mit welcher Bank? Also Volksbank? Ach so, Sparkasse Karlsruhe ist das. Okay. Haben Sie eine Visa oder Mastercard? Sie meinten, Sie... Ich habe eine Prepaid Mastercard für die ganzen Seiten im Internet, weil die arbeiten alle nicht mit PayPal. Alter, sobald das am 18 ist, kannst du PayPal total vergessen. Und dann bitte ich Sie, ein Gesprächspasswort auszuwählen. Das wird, also der Finanzexperte wird Sie dann kontaktieren und wahrscheinlich dieses Passwort, Sie fragen, also das kann einfach irgendein Wort sein, Apfelbirne, was weiß ich. Kinderschokolade. Okay, Kinderschokolade. Ja, da kommt keiner drauf. Wann sind Sie bereit, einen Termin mit dem Finanzanalytiker auszumachen? So, jetzt. Also heute. Würde ich sagen. Am besten am gestern. Am 20. Ja, heute. Um wie viel Uhr? Jetzt vielleicht. Weil ich muss nachher noch los, also da bin ich ein paar Tage nicht da. Okay, ich schau kurz nach. Meine Chefin, ob das die jetzt Zeit haben, die Finanz... Oh Mann. Geht das, wenn man jetzt einen Termin mit einem Finanzanalytiker ausmacht, also direkt jetzt? Weiß ich nicht. Wann ist die... Mhm. Ach so, Sie müssten ja zuerst die Registrierung machen. Sie meinten, das hängt da bei Ihnen, aber Sie müssten sich trotzdem zuerst registrieren, also das Geld haben Sie schon geschickt. Ja, ja. Und, wir müssen Ihr Konto eröffnen. Ja, dann mach das doch. Sie? Ihr könnt, dein Chef kann das doch bestimmt machen. Ohne Handy kann ich doch keine SMS kriegen, Mann. Ich weiß nicht, wann ich das kriege. Haben Sie vielleicht irgendeine andere Telefonnummer, worauf der Code dann geschickt werden könnte? Ja, also Skype, aber das habe ich schon probiert. Das geht, bei Skype und PhoneAlight geht das nicht. Das funktioniert nicht. Und meine Finanzsachen, die sollen auch nicht bei meinem Kumpel auf dem Telefon sein. Verstehe ich. Aber mach's mir doch nicht so schwer. Ich denke kurz nach. Das ist gut. Wie wir das machen könnten. Weil ich kann da ja auch keine SMS drauf kriegen, weil, wie gesagt, das ist... Naja, aber euer Chef kann das doch da einrichten, Alter. Der kann ja seit der Adminrechte, ich brauche das nicht und feuerfrei. Dass der ein Konto für mich erstellt, weißt du, was ich meine? Wie so ein Cheat, Alter. Ich weiß halt nicht, wie das funktionieren sollte, wenn Sie kein Handy jetzt zur Verfügung haben und dann den Code nicht zugeschickt bekommen. Ja, das soll der Chef machen. Der kann doch bestimmt sagen, wenn der Admin ist seit dem System, dass der den Code nicht braucht in dem Fall. Wir denken kurz nach mit meiner Chefin. Einen Moment. Ja, denk mal nach. Das ist, 2 Köpfe sind besser als einer.
Also ich habe kurz geredet. Sind Sie noch dran? Ja, klar. Okay, also wir haben das jetzt so. Sie müssten einen Code bekommen. Ach, Es wurde mir Leute. jetzt gesagt, dass es ohne Code nicht geht, aber wir versuchen das jetzt zu klären und wir werden Sie heute sowieso nochmal erreichen, ne, weil das mit dem Finanzexperten und so weiter noch heute geregelt werden soll, ja. Gutes Mädchen, dann machen wir das so. Weil das sonst anders halt nicht geht, wie gesagt, und ja, deswegen. Wann gehen Sie denn weg? Sie meinten, Sie sind nur jetzt erreichbar und danach später gehen Sie weg, weil Sie Nachtschicht haben. Genau. Und wie viel Uhr wird das so ungefähr sein? Also ich gehe jetzt um 15 Uhr muss ich los. Um 15 Uhr müssen Sie schon los. Okay, wir versuchen das bis 15 Uhr zu klären. Falls nicht, werden Sie trotzdem von uns nochmal erreicht. Heute. Ja. Ja, weil Sie halt einen Zugriff auf Ihr Konto haben sollten, weil das sonst anders wir nicht machen können. Also ich habe jetzt Bescheid gesagt. Also das wissen jetzt, weiß jetzt meine Chefin, dass wir das regeln sollen Gut. und ja. Ah, macht sie das mal, ja? Ja, okay. Und dann bleibe ich in der Nähe hier vom Telefon sitzen. Ne? Ich hole mir eine Pizza und dann regeln wir das. Okay. Also ich muss jetzt auch weitergehen. Ich muss Ja. jetzt auch gleich essen und so weiter. Aber Sie werden von uns erreicht. Da haben Sie mein Wort. Das ist ein Traum. Dann hören wir uns gleich, Natascha, ne? Okay, alles gut. Dann wünsche ich Ihnen noch bis dahin schöne Ausruhzeit. Ja. Einen guten Appetit, ich esse jetzt eine Pizza. Ach so, ja, guten Appetit. Pizza ist Dankeschön. toll. Bis dann, lass dir das schmecken, das Sandwich, ne? Und guck, du musst unbedingt Okay. gucken, ob noch Schnecken im Salat sind. Das ist mir neulich passiert, das ist nicht schön. Okay. Ja. Ne? Dann hören wir uns noch. Und bis dahin einen schönen Tag. Ja, klasse, bis dann. Ciao, ciao. Okay, ciao. Was für miese Kriminelle. Ich glaube nicht, dass die jetzt nochmal anrufen, weil die denken ja, die haben die Kohle bekommen. Schauen wir mal.